Schmocki. Wer ist Marshmallow? Alter, wir können Marshmallow anmasken. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video und ihr seht es gerade schon in der Lobby, Leute. Ich hab's geschafft. Ich habe einen Bug gefunden, beziehungsweise ich habe einen Bug im Internet gefunden, den ich angewendet habe, ja. Der Ersteller ist natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt, wie man sämtliche Skins, die eine Maske haben, in Fortnite entmaskieren kann. Impossible. Und Leute, haltet euch fest, unter dem gottverdammten Rustlord steckt einfach Ben. Moin Leute, Trimax hier. Mit dabei ist heute Schmocki. Ach, schön, und keine Ahnung, ich glaube, das funktioniert nur in der Lobby. Ich werde ihn wahrscheinlich in-game nicht so haben, aber wir können es jetzt mal angucken, meine Freunde. Welche Skins unter welchem Outfit stecken? Das ist relativ simpel, Schmocki. Ich muss dich nochmal ganz aus der Gruppe schmeißen und zwischendurch wieder einladen, meine Freunde. Das geht relativ einfach. Und zwar geht ihr hier bei euch in euren wunderschönen Skin-Spins. So, dann nehmt ihr euch hier folgenden Skin, den Missionsspezialist, beziehungsweise einen Skin, bei dem ihr die Maske wegmachen könnt. Dann könnt ihr hingehen, den Stil bearbeiten, meine Freunde, und denjenigen hier ohne Helm einmal anwählen. Ihr speichert das Ganze und fügt diesen dann als Favoriten hinzu. Dann nehmt ihr den Skin, den ihr ebenso entmaskieren wollt, einmal als Favoriten, und ihr könnt euch dann angucken, welcher Skin da drunter steckt. Ich würde sagen, wir nehmen mal Rostreifen, die junge Dame, ja, und gucken mal ganz kurz, was hier los ist. Danach geht ihr auf zufälliges Outfit wählen und ihr werdet automatisch den Skin bekommen, der ebenso Favorit ist, nämlich Rostreifen. Danach könnt ihr, wie gesagt, die Lobby starten. Ihr müsst ganz kurz den Creative-Modus starten, das Ding einmal anlaufen lassen und danach wieder verlassen. Und dann könnt ihr quasi euch alle Skins angucken, die ihr wollt und mal herausfinden, wie sieht überhaupt der Skin, beziehungsweise eigentlich, welcher Mensch steckt eigentlich unter der Maske so. Und ich würde sagen, wir haben jetzt hier gerade den hier bekommen, ist kein Problem. Wir gehen einmal zu das Kreativmodus wieder raus und schauen uns da mal an, meine Freunde, wie Rostreifen ohne Helm aussieht, die junge Dame, ja. Ich hoffe, sie kriegt jetzt keinen Ben-Kopf, Alter. Falls doch, dann bin ich raus. Das wäre extrem belastend. Okay, wir müssen nochmal ganz kurz hier den zufälligen Skin auswählen und dann können wir sofort starten. Wir starten mal ganz kurz. Stell dir mal vor, Schmocki, die Frau hat einfach auch einen Ben-Kopf dann, Alter. Das wäre so furchtbar, aber es wäre typisch Epic Games. Ich hoffe mal, dass die Dame jetzt nicht auch die Möglichkeit hat, tatsächlich den Helm generell abzunehmen. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Wir gehen mal ganz kurz aus dem Kreativmodus raus und jetzt müsste es eigentlich funktioniert haben, meine Freunde, und wir sehen hoffentlich, was unter Rostreifen drunter steckt. Schauen wir mal. Und wir sehen sie, meine Freunde, und es ist wieder erwartend, ist es. Schmocki, komm ganz kurz rein. Sie sieht so schön aus. Warte, das muss ich sehen. Guck mal, sie guckt, sie guckt richtig dumm, siehst du das? Hä, ich sehe bei dir nur Ben. Bei dir ist ein Ben drin? Ja, bei mir ist ein Ben drin. Okay, bei mir ist es nämlich einfach eine No-Skin-Frau tatsächlich mit einer ganz, ganz seltsamen... Also sie hat einen richtigen Buckel, Alter, Junge. Also sie sieht wirklich damit extrem seltsam aus. Okay, gut, Schmocki. Ich würde sagen, ich versuch's nochmal mit einem anderen Skin, den du auch dann sehen kannst. Ich würde sagen, wir könnten den Bruder hier einmal nehmen. Mal gucken, was da drunter steckt. Was ist mit dem Tomatenmann? Wollen wir wirklich wissen, was unter dem Tomatenmann steckt, Schmocki? Ja, ich will es irgendwie wissen. Es ist ein Mysterium, aber ich möchte es wissen. Alter, okay. Soll ich erstmal Blue Knight ausprobieren? Ja, komm, mach mal Blue Knight. Okay, warte, wo habe ich denn meinen Blue Knight? Wo ist er denn, der gute Bruder? Hier ist er. Speichern und beenden. So, dann gehen wir mal ganz kurz rein. Machen wieder Random Skin rein, meine Freunde. Dann schauen wir mal ganz kurz, was unter dem Blue Knight ist. Wie gesagt, wichtig ist, es ist wichtig, meine Freunde, dass ihr den Skin immer als Favoriten hinzufügt. Denn so versteht das Spiel quasi zwischen dieser zufälligen Auswahl, dass es immer der zweite Skin ist, den ihr quasi bekommt. Das heißt, es kann ein paar Versuche brauchen. Eben hatte ich ja, wie gesagt, den männlichen Astronauten anstatt der Frau. Aber im Großen und Ganzen könnt ihr quasi schauen, was unter jedem Skin drunter steckt, meine Freunde. Ich hoffe mal, das funktioniert mit zwei Personen. Wenn nicht, muss ich die Lobby gleich nochmal alleine laden. Dann gehen wir nochmal ganz kurz den kreativen Modus verlassen. Dann muss ich nämlich nochmal die Lobby kurz neu starten. Weil ich muss nämlich die Lobby starten mit dem Blue Knight, beziehungsweise mit dem Skin, den ich tatsächlich entmaskieren möchte. Weil Ben, wie gesagt, wir wissen ja schon, wie Ben ohne Maske aussieht. Mach dich nochmal ready, Schmocki. Kann, wie gesagt, ein paar Versuche brauchen. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall echt eine lustige Sache. Weil man wollte ja schon immer mal wissen, Leute, was unter den Skins drunter ist, oder? Genauso geil ist es natürlich auch, wenn man halt die Möglichkeit hat, tatsächlich zu erfahren, ob dann eventuell irgendwann mal eine Entmaskierungsoption für diese Skins kommen kann. Ich meine, wenn man so sieht, wenn ja da schon ein Face gemodelt ist, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwie so sein, dass irgendwann auch hoffentlich die Möglichkeit kommt, diesem Skin den Helm oder die Mütze oder weiß ich, was der immer auch anhat, auszuziehen. Wäre natürlich geil. Ich glaube, es hat sogar funktioniert jetzt. Wir hatten auf jeden Fall schon den richtigen Skin und da ist er, Leute. Der Chang, Alter. Schmocki, komm mal raus. Jetzt einfach disconnecten, okay? Digga, jetzt einfach disconnecten, zurück in die Lobby kommen und dann siehst du, was unter dem Blue Knight steckt, meine Freunde. Das ist echt insane, Alter. Siehst du, Schmocki? Das hast du wieder bei mir in Ben-Skin. Schade, Alter. Ich sehe es bei mir richtig. Okay, schade. Dann funktioniert das leider nur bei euch. Das heißt, eure Teammates, eure Freunde können es nicht sehen. Aber ihr seht es ja hier im Video, meine Freunde. Auf jeden Fall extrem stark. Nice zu sehen, dass unter ihm quasi dieser Skin drunter steckt. So, Schmocki. Jetzt ist die große Frage. Wer als nächstes? Möchtest du wirklich wissen? Ich will den Tomatenmann. Ich will den Tomatenmann. Oh Gott, Alter. Wir können nicht den Tomatenmann demaskieren, Schmocki. Das ist so eine Art Superheld. Wir können dir nicht die Maske bitte wegnehmen. Ich will sehen, was drunter ist. Wir haben noch den Red Knight. Den haben wir auch noch, Alter. Die rote Ritterin, Schmocki. Ja.
Boah, wollen wir die erstmal machen, bevor wir die Tomaten dann machen? Ja, okay, mach mal Red Knight, mach mal Red Knight. Okay, Schmocki kann mir jetzt über Discord zugucken, meine Freunde. Oh mein Gott, ich habe nur eine leise Vorahnung, Schmocki, was darunter steckt. Also ich sag, glaube, da ist diese schwarzhaarige No-Skin drunter. Ich glaube, Schmocki ist einfach nur ein schwarzes Gesicht mit roten Augen. Also gar keine richtige Gesichtstextur, sondern so endgruselig. Ich weiß es nicht, Alter, ich weiß es nicht. Kreativmodus verlassen. Oh mein Gott, Alter, ich hoffe, ich krieg jetzt keinen Gruselkick, Junge. Ich hoffe, ich krieg jetzt wirklich keinen Gruselkick. Wie gesagt, es ist bei Bugs dann teilweise so, dass man halt immer wieder hin und her probieren muss. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger von Epic Games, weil vielleicht wollten diese Skins ja sogar privat bleiben, Schmocki. Man weiß es ja nicht, das, ne? Das kann sein, ja. Das man weiß es nicht, sein. Alter. So, jetzt komm schon, gib mir den Red Knight, der ist in der Lobby, bitte. Das kann nicht so schwer sein, Alter. Komm, her damit, Junge. Jetzt komm! Red Knight, oh, ja, okay, ja, ja, nice, okay. Wir werden es jetzt sehen. Wir werden es jetzt sehen, Alter. Oh mein Gott! Was? Alter! Was? Oh mein Gott, was? Schmocki! Alter, das ist ja der Teufel höchstpersönlich, guck mal! Es ist aber echt die schwarzhaarige Nose, Alter. Aber mit einem schwarzen Gesicht. Alter, Schmocki, ist das gruselig. Oh mein Gott, Junge. Okay, das habe ich jetzt aber wirklich nicht erwartet. What the actual freak. Alter, Leute, wenn der Skin auf euch zukommt, erstmal der hier. Oh mein Gott, der Mund ist von innen komplett grau. Schnell weiter, Alter. Den Heimann? der Heimann ist eben denn. Okay, Tomate. Wo haben wir die Tomaten-Skin? Tomate. Ja. Habe ich den überhaupt? Ich glaube, ich habe ihn nicht, Schmocki. Du hast den Tomaten-Skin nicht? Aber wir... Schmocki. Wer ist Marshmallow? Alter, wir können Marshmallow anmasken. Wir können wissen, wer wirklich Marshmallow ist. Alter, stell dir mal wirklich vor, die haben einfach aus Joke bei Epic Games das echte Gesicht von dem gemodelt. Und jetzt anmaskieren wir Marshmallow, Digga. Oh mein Gott. Weil wir dann wissen, wie der aussieht, Alter. Das wäre... Nein, Leute, das wird nicht passieren. Das wäre zu krank. Ey, ich bin so gespannt, was drunter ist. Ich sag ja Ben persönlich, aber... Ich glaube auch. Es ist überall. In uns allen steckt ein kleiner Ben, Alter. Hä? Man kann Marshmallow nicht demaskieren. Das ist ja unglaublich. Das ist krass. Hä? Das ist krass. Warte, ich versuch's nochmal. Moment. Wenn das jetzt nicht funktioniert, Schmocki, dann ist es de facto wirklich unmöglich zu wissen, wie Marshmallow aussieht, Alter. Stell dir mal vor, ist jetzt so ein richtig schienender Typ, wo so alles auf halb acht hat. Hat auch so ein schwarzes Gesicht. Ja, okay, komm schon, gib. Okay, man kann ihn nicht anmasken, Leute. Man kann Marshmallow de facto den Helm nicht abnehmen. Krass, Alter. Schade drum. Dann würde ich sagen, gucken wir uns... Oh, hier. Das ist ja eine Maske. Ja. Oder wir können auch den General Plüsch hier nehmen, den Plüschbären. Weißt du, was ich meine? Okay, gut. Wir fügen dann sie als Favoriten dazu. Dann hast du darüber noch so einen Kürbiskopf. Stimmt, den... Oh, Paluten-Skin. Stell dir vor, da ist wirklich Paluten drin einfach. Okay, kann man auch nicht demaskieren, Schmocki. Ach, schade. Schade, Alter. Kürbis? Ja, das Kürbis, obwohl ich auch bezweifle, dass man den... Wir tryen. Also ihr seht, Leute, es geht nicht mit jedem Skin. Vielleicht sind es wirklich nur die Skins, wo Epic eventuell irgendwann mal plant, den Helm abnehmbar zu machen. Keine Ahnung. Vielleicht klappt es aber auch nur random manchmal einfach nicht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Wichtig ist, dass ihr immer ein Outfit auswählt, wo ihr quasi den Helm abnehmen könnt. Und dann glitscht es quasi manchmal so, dass das Outfit, was danach randomized wird, halt den gleichen Effekt halt quasi hat. So, warte mal. Was mit ihm hier? Ich meine... Ja? Könnte man versuchen, oder? Ich meine, er hat immerhin so einen Helm auf. Vielleicht klappt das. Let's go. Übrigens, richtig, richtig geil hier, den Psycho-Skin, Leute. Und hier im Shop natürlich, wo wir gerade bei Skins sind, meine Freunde, Create a Code, Revinzeit, ihr wisst Bescheid, gerade für Borderlands 3, absolutes Muss. Falls euch Borderlands 3 über den Epic Games Store holt, meine Freunde, ihr wisst, ihr macht das über meinen Code und über keinen anderen. Lasst es funktioniert haben. Ich glaube, ich muss den Skin in der Lobby haben, tatsächlich, sonst funktioniert es nicht. Alter, okay. Das geht leider auch nicht. Aber sie hier. Sie hat safe ein Gesicht. Ja. Okay, gut. Let's go. Also ich sag, da ist eine Barbara drunter. Barbara ist die Blonde? Nee, diese rothaarige. Okay, woher willst du das wissen? Warum haben die alle bei dir Namen, Alter? Ich hab schon ewig bei mir einen Namen. Ich versteh's nicht, Schmocki. Wieso haben die alle Namen bei dir? Ich hab jedem halt von Anfang an einen Namen gegeben. Okay, bitte zeig mir diesen Skin. Oh mein Gott. Oha. Oh, alles Lara. Klar. Eine Lara. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich weiß doch nicht, was eine Lara ist, Junge. Aber guck mal hier. Also ich finde sie ohne Helm, finde ich sie deutlich besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, einer wird ja wohl noch gehen. Was ist mit ihm hier, Schmocki? Da guckt ja, sein Ohr guckt schon an der Seite raus. Siehst du das? Oh, was steckt hier unter dunklen Reisenden? Das ist ein Ralf, safe. 100%. Da habe ich keine Ahnung. Sollen wir es tryen? Ja, let's try. Okay, let's try. Sehr gut, Leute, okay. Stell dir vor, jetzt einfach so ein Kopf, aber der ist verkehrt drum drauf. Das ist so geil, Mann. Und dieser Typ, der Typ ist so die letzte Missgeburt und irgendein Dev bei Epic meinte so, ja, wir stecken das einfach mal rein, Alter, und gucken mal, ob das funktioniert. Das sieht ja eh niemals jemand. Und dann ist da so der letzte Mensch drunter oder sowas, Alter. Das ist so geil. Oder irgendwie so, keine Ahnung, Justin Bieber oder sowas, was weiß ich, Junge. Komm schon, gib ihn mir doch endlich, bitte, Alter. Ist gerade so ein bisschen wie Case Opening bei CSGO, weißt du? Ja, gell? Wenn es jetzt wieder der Samuel ist, dann bin ich raus. Oh! Oh!
Mickey, Alter! Was ist das? Oh, was? Wer ist das und was ist das? Und nee, der sieht echt ultra gruselig aus, Digga. Alter, Leute, das ist ja mal, das ist terrifying. Guck ihn dir an. Achtung jetzt, guck jetzt. Oh mein Gott, ist das gruselig, Alter. Schmocki, ich schwöre, ich möchte niemals, dass dieser Skin in-game reinkommt. Das ist ja illegal. Das ist ja illegal, Alter. Okay, nehmen wir mal ganz kurz ihn hier, Leute. Was ist das eigentlich? White Rocker? Keiner, wie heißt der, Alter? Hat der einen Namen, Alter? Wie heißt der, Bruder? Weißer Motorradmann. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß da auch. Geiler Name, Epic Games. Weißer Motorradmann. Ehrenname, Alter. Let's go. Ich glaube, ich bin auf den Schock bereit, Alter. Okay, Leute. Wer steckt drunter? Steckt überhaupt jemand drunter? Das ist die Frage. Look at this dude. Was? Schmocki? Was ist das denn? Alter? Der hat einfach ein Kondom als Kopf. Guck mal. Stell dir vor, der Slenderman, Junge. Der Slenderman boot dich aus in-game. Slenderman-Skin. Alter, insane. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Man kann sehr viele Skins demaskieren. Wenn ihr noch irgendwelche Skins habt, die ihr mal nackig oben ohne sehen wollt, quasi so Kopf ohne, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, bei welchem Skin wir das hier noch ausprobieren sollen. Ich würde sagen, wir sind damit raus. Ich fände es übrigens lustig, wenn der Skin einfach seinen Hut ausziehen würde und eine Glatze hätte. Das fände ich einfach extrem funny. Leute, wie gesagt, das war's von diesem wunderschönen Video. Falls ihr Bock auf mehr habt, schaut auf jeden Fall gerne bei Schmocki vorbei. Der macht auch extrem geile Videos und ich bin damit raus für heute. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.